Also, mein Name ist 84, ich komme aus Hamburg. Fucking Fizzle, ich bin von der 187 Straßenbande, rap seit 6 Jahren oder so. Und bin hier bei 16 Bars, um über mein zweites Album zu sprechen. Aufstehen. Heiliger Strohsack, guck wie ihr Weicheier Kotnasch klappert ums Loch rum wie beim Donut. Gib Obacht, das ist klar wieder locker, denn sonst fliegen deine Sneakers über den Strom. Zum Alter ich noch Hulkas im S-Bahn-Verkehr. Und die Leute sagen, oh fuck, du Rapper pervers. Fucking Fizzle, um mich rum. Also ich war so 11, 12 oder so, hab ne von meinem großen Bruders Kollegen Kassette bekommen, da war NWA drauf, Snoop und alles was halt früher so war. Und dann kam das Rawcast, Mos Def und wie die alle heißen, Plattenkiste war voll mit 200 Platten oder so. Ich habe auch alles an Hamburg gehört, aber ich habe vorher andere Sachen gehört. Konnte noch nicht mal Englisch, hab mir aus dem Duden so englische Wörter geholt, Schlagwörter, wo Mobb Deep rauskam zum Beispiel, um das irgendwie zu begreifen. Wo ich dann gemerkt habe, dass es nur am Tasch ging, alles klar, und weiter ging's, nächste Platte. Also 187 Straßenbahn hat Bones und Frost gegründet und ich bin ja irgendwann gekommen, hab die Frost kennengelernt auf einer Party, Sturz betrunken, bla bla bla, dann hat eins das andere ergeben und dann ging das los, dann haben wir das in der Aufbauphase bin ich dazu gestoßen und ja, heute sitze ich hier nach 5-6 Jahren, 187 Straßenbande. Es gibt ja so Sachen im Leben, dann hört man auch mal wahrscheinlich mal ein paar, gerne mal ein paar deepe Songs. Das war beim ersten Album so, war derbe Deep, weil da halt ein paar Sachen passiert sind in meinem Leben und das war halt nichts Kopfnickermäßiges für mich, da war ich halt derbe down, da muss ich halt auch sowas machen und ja, jetzt habe ich Bock auf Aufstand, mach Aufstand. Muss man sich anhören, also es gibt auch so witzige Songs, die dabei sind, würde man nicht von mir denken, aber das meiste geht auf jeden Fall nach vorne, schnell. Steht da auf die Aufstand und da wo Aufstand drin, drauf steht, muss auch Aufstand drin sein, habe ich mir gedacht. Hier heulen sie reden, ich wurde von Abstand bekloppt, doch bin wieder der alte Jeder. Von dir nicht schreibe, hab meine Seele gereinigt. Du verstehst, was ich meine, fühlst genauso wie ich. Dann kauf dir meine Scheibe, denn bereuen wirst du's nicht. Bevor das nicht so für mich gut ist, veröffentliche ich's auch gar nicht. Es ist A und O. Man nuschelt, man hört ja einen Beat, ich mache einen Beat mit Jam zusammen. Dann nuschel ich mir einen Flow vor, den Flow nuschel ich mir noch vor. Dann nuschelt vielleicht irgendein anderer noch mir einen Flow vor und so ergibt das eins das andere. Und so entsteht gute Musik. Jam deckt alles ab, ob schnelle, diepe, düstere, es ist scheißegal was, er kann alles meiner Meinung nach. Und ja, ich komme auch mit ihnen als Mensch gut klar, das muss bei uns auch menschlich immer ganz gut passen. Jetzt einfach der so ein, ich bin nicht so der Typ, der sich ein Beat irgendwo hinkommt, der ein Beats macht, so hey, ich bin der und der, hier hast du das und das Geld, gib mir mal die und die Beats und dann schieße ich mich zu Hause in mein Zimmer ein. Ich fahre ins Studio, mach das mit Jam zusammen, nee, das will ich nicht, ich will das, ich will das, ich will das. Mach das raus, mach das rein. So machen wir aber alle Musik. Wir machen halt den Tag und dann musst du schreiben bis auch an dem Tag. Wir können das nicht mit nach Hause nehmen, zu Hause einschließen ins Zimmer oder in die Wohnung und dann irgendwie da schreiben und dann eine Woche später irgendeinen Song da aus dem Arsch lutschen. Das ist ja nicht. Dann kann auch nichts Gutes mehr rüberkommen. Jeder Beat, den da auf meinem Album ist, den habe ich sozusagen mitgestaltet. 187 Straßenbande, Dichter und Denker. Wer will Beef mit einem richtigen Member? Ey, yo, ihr seid keine Gangster, nur paar Kiffen. Wir haben alle sehr viel Konfrontation mit der Polizei, zum Glück nicht mehr so doll. Was heißt unzufrieden? Aber es sind halt so Verhaltensweisen von denen, die jeder halt tönig kennt, die scheiße sind so. Wir sind alles nur Menschen, dann behandelt auch alle nur Menschen, nur weil der so und so aussieht oder... Ist halt wieder der alte Schuh so. Ich bin auch nicht so der politische Typ, dass ich mir da jetzt alles jetzt auf Helmut Kohl mache und dann wieder was aus dem Arsch ziehe. Ich habe auch nicht so viel Plan davon, das gebe ich auch ehrlich zu. Deswegen mache ich auch keine politischen Songs, aber im Großen und Ganzen ist doch jeder unzufrieden. Ja, ich meine, jeder hat in meinem Umfeld mal was auf dem Kerbholz. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich meine, jetzt kurz vor 30 zu stehen und sich darauf irgendwie auszuruhen und sich dafür noch zu feiern, ist auf jeden Fall das Allerletzte. Und natürlich geht es weiter und ja, ich mach das eh. So oder so. Ob ich jetzt mit dir wieder, wie gesagt, dasselbe ins Interview mache, so. Ich hab Bock auf Hip-Hop, ich mach Hip-Hop eh. Ich liebe das. Macht euch selber ein Bild. Ihr kennt die Leute, die sich in Interviews setzen und immer sagen, ich habe die beste Platte in Deutschland gemacht, alles für den Arsch. Gebt euch Fizzle seine Platte. Meine Platte heißt Aufstand. Kommt am 14.06. deutschlandweit, Österreich, Schweiz. Alle könnt ihr es überall käuflich erwerben. Geht zu iTunes, mir scheißegal wo. Hört euch die Platte an. Wenn ihr die Platte gut findet, kauft euch meine Platte, unterstützt mich. Dann geht's auch weiter. Und dann hat der Fizzle bestimmt Bock, nochmal ein drittes Album zu machen. Ich danke 16 Mars für das coole Interview, für den coolen Videodreh. Und ich bin raus. Wieder mit den ollen Kamellen an. Ich trinke mit den Kumpels ab und zu mal ein Bier. Nimmst du es wieder mit? Natürlich nehme ich den Hasen mit.